Steigert Kurzarbeit wirklich den Rentenanspruch? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Rentenkasse leidet an wegbrechenden Einnahmen. Wir hatten in einem Video, in einem Textbeitrag zu diesem Thema berichtet. Und in diesem Zusammenhang habe ich auf dem Internetportal ihrevorsorge.de gelesen, auch Kurzarbeit steigert den Rentenanspruch. Also ich möchte ganz gerne hier mal wörtlich zitieren, was der Autor dieses Textbeitrages dort geschrieben hat. Allerdings muss der Arbeitgeber die Rentenbeiträge beim Kurzarbeitergeld aufstocken. Das ist korrekt. Hierzu wird ein zusätzlich fiktiver Arbeitsverdienst von 80% des Verdienstes, der wegen Kurzarbeit ausgefallen ist, zugrunde gelegt. Auch das stimmt. Diesen Zusatzbeitrag muss der Arbeitgeber vollzahlen. Auch das ist absolut korrekt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Dadurch wird die negative Wirkung von Kurzarbeit auf die spätere Rente deutlich abgemildert. Ja, was denn nun, lieber Autor? Wird die Rente durch Kurzarbeit erhöht oder gekürzt? Wie Sie es ja letztlich schreiben. Sie sagen ja selbst, dadurch wird die negative Wirkung von Kurzarbeit auf die spätere Rente deutlich abgemildert. Also kann das ja gar nicht stimmen, dass Kurzarbeit den Rentenanspruch wirklich steigert. Das ist ja auch relativ eindeutig, wenn das Bruttoeinkommen eines Arbeitnehmers 3.000 Euro beträgt und er dann mit seinem Anteil am Beitragsaufkommen und dem Anteil des Arbeitgebers in die Rentenkasse einzahlt oder er ist arbeitslos oder in Kurzarbeit und es werden rund 80% des Beitragsaufkommens, wie auch immer, in die Rentenkasse gezahlt. Das heißt also, der Rentner oder der Arbeitnehmer wird dann später einmal bezogen auf die Zeit der Kurzarbeit eine geringere Rente haben. Und der eine sagt vielleicht, naja, die 2 Euro, die ich da weniger verdiene oder Rente habe, die tun mir nicht weh. Bei dem anderen ist es aber so, die tun ihm weh. Ja? Dann hätte man vielleicht hier schreiben müssen, dass die Rentenverluste wegen Kurzarbeit doch deutlich oder gering ausfallen. Ich sage, Kurzarbeit führt zu Verlusten in der Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.